Hallo, mein Name ist Mariana Vélez. Ich bin aus Deutsch 1 und heute werde ich dir eine Geschichte vorlesen. Die kleine Raupe Nimmersatt von Erich Carli. Nacht im Mondschein, lau auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne auf ging hell und warm. Da schlüpfte aus dem Ei an eine klein hungrige Raupe. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zuzugehen. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren, aber satt war sie noch immer nicht. Am Freitag fraß sie sich durch fünf Äpfelsinen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Sonnabend fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen, einen Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Fruchtenbrot, ein Wurstgen, ein Torgen und ein Stück Melone. Und an diesem Abend hatte sie Bauchschmerzen. Der nächste Tag war wieder ein Sonntag. Die Raupe fraß sie durch ein grünes Blatt. Es ging ihr nun viel besser. Sie war nicht mehr hungrig. Sie war richtig satt und sie war auch nicht mehr klein. Sie war groß und dicht geworden. Sie baute sich ein enges Haus, das man
Koko nennt und blieb darin mehr als 2 Wochen lang. Dann nachwirkte sich ein Loch in den Kokon. Zwergente sich nach draußen und war ein Burdenschöner. Schmetterling. Yay! Und die End. danke. Tschüss. Danke.